kann es kaum abwarten. Ach stimmt, jetzt habe ich auch vergessen, Energietonikum zu kaufen. Was denn? Wieso blöd? Ah, bin ich behindert, Feier. Oh ja. Hast du vier Steine? Ich brauche nur vier Steine, Alter. Digga, warum hat keiner was im Müll? Was willst du da? Ja, wir durchsuchen vielleicht mal eine zerbrochene CD. Ah, eine zerbrochene CD. Mann, jetzt brauche ich einen Stein oder was? Und jetzt kriege ich das nicht, oder wie? Ah, hier doch. Sauber. Was denn? Ein Stein. Verstehst du? Ein Stein. Feuers Trickkiste. Bist du eine Trickkiste, Feuer? Halt die Schnauze. Ah, oh, jetzt hab die Fresse bitte. Sonst krieg ich noch einen Kollaps. Feuer. Nein. Was ist mit dir los? Feier! Nein! Nee, aber sauber! Nein! Warum nicht sauber? So, jetzt haben wir übelst die Bäume. Schön. Wir werden damit sau viel Geld verdienen. Schön. Ist doch sauber. Nein. Warum nicht? Ich trinke jetzt das Öl. Warum trinkst du das, du Dickmann? Weil ich darauf Schluss habe. Na gut, mehr geht nicht, Feier. Als Strafe. Feier will als Strafe Trüffelöl trinken. Was ist denn das für eine Bestrafung? Was ist denn das für eine Bestrafung, Feier? Ohne das Trüffelöl bist du gar nichts. Ha, ich bin gar nichts. Jetzt schlafen. Wie machen wir das jetzt aber hier? Gar nicht. Wenn du ins Bett gehst. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Geil. Ich mach das hier weg. Dann haben wir hier einen riesen Bereich für Bäume. Ja, aber dort bist du gewachsen. Ich mache hier, glaube ich, noch mal einen extra Bereich für coole Sachen. Ja, das Problem ist halt an den Bäumen jetzt, dass die halt nur in bestimmten Jahreszeiten immer was machen. Wir haben zwei verschiedene Bäume für Frühling, zwei verschiedene Bäume für Sommer und halt zwei verschiedene Bäume für Ding. Herbst. Ich überleg grad, wie wir das am besten jetzt machen. Ich denke, dieser Bereich wird jetzt erstmal hier. So, dieser Bereich hier ist erstmal. Dieser Bereich ist hier erstmal für. Der ist dann für Ding. Joker hackt. Warum? Na, siehst du, wie ich das mit den Bäumen jetzt geregelt habe? Nein, ziemlich sick, oder nicht? Sei mal ehrlich, Feier, ist doch sick hier gemacht. Früchte noch mit raus. Ja, da kommen dann jeden Tag wachsende Früchte raus. Da musst du die so pflücken oder kriegst du die automatisch, wenn du die fällst? Nee, nicht fall. Ich muss nichts fällen. Nee, du willst ja auch noch das Holz.
Nee, das Holz will ich doch nicht. Was, nee, die, da wachsen automatisch Früchte täglich. Täglich eine Frucht wächst dort. Ach so, ja, es wird spät. Und? Ab ins Bett. Okay, das ist jetzt scheiße. Als ob wir nur 4 Apfelbäume machen können. Ab ins Bett. Sommerzeit heißt Part-Time. Jetzt geht's mit Joker auf Malle. Flieger hinein, wenn der DJ spinnt. Summertime, Summertime. Summertime, Summertime. Du hast es nicht vergessen, oder? Zu gießen. Nein. Okay, passt. Meinst du, die, sind bald, die müssen doch bald fertig sein, oder nicht? Weiß ich nicht. Die sehen schon gut aus. Wie viel ist die Hasenquote wert? Toll. 700, oder? Haben wir Post im Briefkasten? Nee. Ey, willst du den Diamanten? Ja, ne? Alter, wir haben wieder Sternfrüchte. Sauber. Sauber. Mann, die stehen alle im Weg rum. Du kannst nicht merken, wen hast du schon gestreichelt und alles. Bugs Bunny habe ich schon gestreichelt. Reddit auch. Gut. Dann ab hier rein. Jemand hat eine Feder gelegt. Weiß ich nicht warum. Einer hat seinen Müll nicht gekriegt. Feier! Was? Kannst du mal deine Fresse halten? Wie willst du? Ich schlag dich tot, Feier. Du wirst gegen eine gedämpfte Wand schlagen, Kollege. Stimmt's? Ja. Ey, stimmt, wieso mache ich das nicht gleich so? Ich cooler Typ. Weil du dumm bist. Haha, bin ich scheiße. Bin ich dumm? Ja, ja. Wie oft willst du noch? Das wäre ja saubehindert, wenn wir das so machen, ne? Bin ich dumm? Ja. Ja, brauchst du nicht. Bin ich gay? Ja. Warum bin ich gay? Ich glaube, hier mache ich dann was Cooles draus. Was wollen wir denn daraus hier machen, Feuer? Oh, was denn? Komm mal her. Gleich. Was ist denn hier? Weil es so ohne Grund angepisst. Ich hab keine Zeit. Oh, Feuer hat keine Zeit. Stimmt, dann mache ich hier auch noch ein Tor hin. Ja, schön. Alter, wenn Icon hier reinkommt, der denkt sich, Junge, was habt ihr alles gemacht? Ah, ja, der denkt sich so, Junge, als ob ihr alles gemacht habt. Schreib ihn doch morgen an, ob er mal kommt. Bitte? Schreib ihn doch mal morgen an, ob er mal kommt. Weißt du halt, was mit denen ist, ne? Ja, halt, ne? Ja, also, als ob das so stressig ist. Okay, wir haben hier noch restliche Bäume. Was machen wir mit denen? Ich verkaufe die, oder? Ich gehe jetzt zu Marnie und deswegen ab in den Flieger hinein. Haha, feier mit den Flieger hinein, wenn der DJ singt. Ich hab bei Marnie ein Herz und Joker stinkt nach Müll. Er denkt sich erstmal bei dem Geld, Junge,
Als ob es euer Ernst ist. Arrest. Und guck dir an, ob du auf den Barack hast. Kann ich gerade nicht. Joker ist ein Fauler. Was soll das mit faul sein zu tun? Ich mache ja was. Joker ist faul. Hast du schon gegossen? Nein, mach ich gerade. Oh, die wachsen richtig. Ich muss es dir gleich mal zeigen, dann kannst du ja auch mitentscheiden. Vielleicht fällt dir was ein. Du bist dafür zuständig. Ja, und ich kann dich trotzdem nach Rat fragen, Junge. Wenn's dir gefällt, dann mach. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist eine gute Frage. Was hast denn du für Möglichkeiten? Das zeig ich dir gleich. Geh jetzt erstmal in die Stadt und hol mir Energietonikum, falls ich irgendwann in die Mine gehen will. Dass ich das schon mal hab. Cool, der reicht nicht. Macht das auch Leben wieder, ne? Das macht Gesundheit und Leben. Ja, weiß ich ja, was ich dann brauche, wenn ich mal das Galaxy-Schwert habe. Ich glaube, ich hol's mir mal nachher. Toll! Der hat auch keinen Bock zu arbeiten heute. Super. Ich glaube, ich hol mir das jetzt. Kannst du nicht, weil der Typ keinen Bock zu arbeiten hat. So, ich dachte, das ist der da bei der Mine. Wieso bei der Mine? Ah, da liegt noch ein Trüffel. Ja, ich kann dir mal was lass mal was Einfacheres hier machen. Ich mach's dir jetzt mal hier ein bisschen besser für dich. Was? Ich mach da ein Tor jetzt hin. Ja, hier bei, damit du nicht immer wegen den Trüffeln da. Ist doch scheiße. Hä, ich mach den hier. Der ist doch scheiße. Warum ist mein Standardweg? Ach ja, für dich ist. Ja, okay, ich habe jetzt hier ein Tor. Ja, wenn du ein Tor hast und du möchtest, dann mach. Ja, für mich tue ich eins rein hier hin. Ganz einfach. Ja, schon ein bisschen besser, okay, aber. Eventuell mache ich hier auch eins noch. Dann haben wir das hier auch fertig gemacht. Kostet ja nicht viel, es kostet nur 10 Holz. Ist nix. Ich mach das, das ist. Einfach. Sieht besser aus. Was ist das? Du Stück Scheiße! Steh auf, geh raus, mach's einfach. Beweg dein Arsch. Steh auf. So, komm jetzt mal mit. Ich bin in der Stadt. Was willst du da? Da kannst du doch keinen Energietonikum. Ich will kein Energietonikum, ich will gleich ein Galaxy-Schwert später am Morgen. Naja, komm mal mit. Oh, Öl ist fertig. So, jetzt habe ich hier jetzt mal alle Bäume gemacht, ne? Hier brauche ich noch ein Schild, dass ich hier, dass das Apfel ist. Ich habe keinen Stein. Hier, was soll ich da hier machen? Das weiß ich nicht. Es gibt keine Bäume mehr. Ja, mach aber normale Bäume. Oder mach noch mal. Was das, könnte eine Überlegung sein. Ja, irgendwas für Wein und so alles. Was doch gut dafür ist, dass wir mehr Geld haben. Ich muss so denken. Ah, stimmt, dass ich da hier die. Soll ich die Fässer hier machen oder was? Nee, das wäre blöd. Nein. Nee, was mache ich denn hier rein? Dass da Früchte drauf wachsen, die gut sind für Wein und so alles. Dass das auch schon. Nee, ich habe alle Bäume schon. Und dann mehr Geld. Alle Bäume sind ja hier schon. Vielleicht machst du noch einen Apfelbaum oder einen Kirschbaum. Nee, das wäre ja Blödsinn. Was mache ich denn hier? Vielleicht die Bienenhäuser könnte ich hier machen, oder? Können wir auch machen. Machen wir ein paar und dann machen wir da Blumen drum. Ja, okay, aber da brauchen wir Eisen. Das wird jetzt erstmal eine Geburt.
kann ja mal zu Geistes gehen. Na gut, wir können pennen gehen. Ja, nee, wieso nicht? Guck mal, wenn wir Eisen nicht gehen, ich glaube, ich weiß, wo ich mal gehe, um gucken, ob da Eisen ist. Wo willst du denn bitte hin? Zur Nachmale. Zum Steinbruch. Ja, ich guck mal ganz schön. Ja, aber es sind trotzdem viel zu wenig. Wir brauchen voll viele Eisenbahnen dann. Was haben wir hier denn? Ist das Quarz? Eisen? Okay, Feier, du musst auf deine Gießkanne verzichten. Ich habe hier Eisenbarren. Smaragd. Ahornsirup, Kohle. Kupfererz. Soll ich alles vom Steinbruch mitnehmen? Ja. Einfach alles? Okay. Machen wir Steine. Oh, ich habe Kohle. Vielleicht bin ich sogar mit einer Geode. Die mache ich dann auf einen Schmied. Wieder Kohle gefunden, geil. Nee, weil wenn ich schon Stardew Valley auch so spiele, möchte ich aber auch so alles schon auf Maximum Ameis, auch mit Maximum Spitzhacke, Gießkanne. Ja, das brauchst du nicht alles. Gehen wir mal. Wofür brauchst du bitte jetzt eine Gießkanne? Okay, Gießkanne, du machst da jetzt das innen drin mit dem Haus. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich dann auch in der Höhle gehe oder so wieder und dann, keine Ahnung, habe ich eine gute Spitzhacke, kann ich. Keine Ahnung. Du kannst doch auch dort bei der normalen Mine, kannst du mit irgendeiner Spitzhacke auch irgendwas da zerbrechen, dass du da durch kannst. Okay, ich brauche noch ein Iridium-Barren und dann haben wir's. Dann habe ich hier. Dann mache ich meine Spitzhacke auf Iridium. Weil wenn du jetzt zum Beispiel zu mir gehst, warte, ich geh da kurz hin. Zu den Minen, so. Hier, hier ist so ein komischer Stein. Den kann ich mit meiner Spitzhacke noch nicht machen. Deine Spitzhacke ist noch nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Was hast du denn für eine Spitzhacke? Ja, ich habe noch die Kupfer. Das ist halt wie bei Rainer halt. Du schlägst gegen ein, ja... Gedämpfte Wand. Ja, Kollege. Ey, aber es ist einfach schwierig, Feier zur Zeit, dass du eine Eisenspitzhacke kriegst. Wir brauchen Eisenbahn und wir haben kein Eisenerz wirklich. Ja, dann gehen wir mal einfach in den Umfang. Aber ganz ehrlich, das liegt daran, Alkan hat ziemlich viel Eisenbahn verschwendet, wenn ich ehrlich bin. Der hat die verkauft und das war einfach sinnlos. So damals. Ich habe den gesagt, das brauchen wir später. Aber ja, der hat halt verkauft. Toll, Alkan, lass es doch einfach. Ja, die hätten wir. Jetzt hätte. Ich glaube, ja, der hat so 10 Stück oder so mindestens verkauft. Das heißt, wir hätten die. Locker hättest du Geld gehabt, beziehungsweise hättest du genug Eisenbahn gehabt Eisen, für Eisenspitzhacke, ja, Eisenkupf. Wir haben ja wieder Kohle. Junge, du hättest locker eine Eisenspitzhacke gehabt und eine Eisengießkanne jetzt, ne? Hätte der die über 10 Dinger nicht verkauft. Toll. Egal, lass pennen. Eventuell kriegt man die ja wieder rein, ist ja kein Stress. Wenn Alkan wieder dabei ist, dann soll er das wenigstens wieder rauskriegen. Hä? Gehen wir einfach mal in die andere Mine. In die normale Mine wieder. Der tust eine scheiß Spitzhacke. Hä, die ist doch gut. Die ist Schrott, Alter. Abgebaut. Nee, Alkan hat auch eine Goldspitzhacke. Lass mal pennen jetzt. Ja, warte. Der Wetterbericht. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Deswegen ist es jetzt problematisch, mit dir in die Mine zu gehen, weil du jetzt eine scheiß Spitzhacke hast. Ich gehe da einfach mal rein. Geh jetzt schlafen. Also das Galaxy Sword kann ich dir, kannst du kaufen, wenn du eine gute Spitzhacke hast. Aber nicht früher. Ich hab's dann doch schon mal. Bin ich doch eh rein hier jetzt hin. Nee, das Ding ist, dass du das Galaxy Sword verlieren kannst. Und das willst, das sollst du nicht riskieren. Ach so. Okay, die 50k, die haben wir schnell wieder drin. In 2 Tagen. Nee, das ist kein. Nee, du brauchst wir ja nicht verschwenden. Falls du das verlierst, ist ja scheiße, dann musst du es ja nochmal kaufen.
Wenn du es eh noch nicht brauchst, warum sollst du es dann kaufen? 50.000 ist halt echt kein Ding mehr. Wir sind langsam so reich, ne? Ich glaube, so der Winter wird nur problematisch, denke ich. Ich glaube nicht mal, ja. Wir haben ja ein Gewächshaus noch. Du kannst auch bestimmt auch die Sternfrüchte. Ja, die Sternfrüchte kriege ich ja so oder so. Die sind ja im Gewächshaus. Ja, sie ist da so, also kein Ding. Okay, den Honig können wir jetzt hier auch wegschmeißen. Ja, da ist ein Honig gerade noch gewesen. Ja, den habe ich jetzt weggenommen. So, jetzt habe ich das Bienenhaus kaputt gemacht und tu das woanders hin. Hä? Warum? Das Haus der Bienen. Ja, und? Ich tu das jetzt hier hin. Du Hurensohn, die ganze Swarm. Okay, das wird sau sick fire. Ja, Mann. Das wird genauso sick, wie ich jetzt schon meinen Trick für gefunden hatte. Wobei, wäre das nicht schlau? Warte mal, wieso? Nee, das wäre nicht. Oder? Schlau. Taube Smith war ein Prophet. Dum. Nee, Bienenhäuser würden wahrscheinlich drin nichts. Nicht gehen, oder? Denke ich mal. Aber wir haben übelst viele Qualitätssprinkler, das heißt, die kann ich hier benutzen. Oh mein Gott, da liegt ein Dum-dum-dum-dum-dum. Und die verarbeite ich ihr Herz. Dum-dum-dum-dum-dum. Zu Trüffelöl. Dum-dum-dum-dum-dum. Da hab ich für Javka und ich reich. Dum-dum-dum-dum. Dadurch können wir nachmalen. Dum-dum-dum-dum-dum. Stimmt's? Bitte? Wir können endlich nachmalen. Na, das ist jetzt problematisch. Das mache ich jetzt nicht. Das wäre blöd. Ja, das ist ja dumm, Alter. Das kotzt mich an. Ey, ohne Dreck, Alter. Das ist echt hurensöhnig hier. Ich kann die jetzt erst. Also, wenn ich die jetzt. Lol, die Rüben sind gewachsen. Ich kann sie nehmen. Geil, okay. Farm. Wenn ich das jetzt farmbar mache, dann bringt's nichts, weil ich kann ja diese Herbstblumen gar nicht kaufen und ranpflanzen, dann wird es irgendwann nicht mehr farmbar werden. Alter, geil, wir haben 20, 22, boah, wir haben viele Rüben. Also müssen wir zu Louis. Naja, gib mir 10 Stück. Den Rest kannst du in die Mühle reinschmeißen. Sick. Geil. Warte. Komm. Oh, Mario ist fertig. Oh. Oh, no animation. Na gut, Feier. Ich hol mir jetzt Energietonic, komm. Ja, ich pack die 20 hier mal rein. Alles deine sind in der Kiste, meine 10 habe ich schon. Der Rest ist auch da drin. So heißt, wir haben goldene Rüben sogar. Okay. Das braucht man noch nicht verkaufen, oder? Die tust du in die Mühle. Also 10 gibst du mir erstmal. Ja, die sind hier drin. Den Rest tue ich dann in die Mühle. Aber erstmal verkaufen. Ich sage nur. Das. Wo sind die drin? Hier bei dem goldenen. Wo denn? Ah, nicht beim goldenen, unten bei den Saat. Warte. Oh. Hm.
mal, wenn du so machst, ist das eine Anlehnung an Mario Bros. 2? Ey, Feier, willst du auch Energietonikum kaufen? Ja, noch nicht, ne? Ach ja, stimmt, du gehst ja noch nicht in die Mine dann mit. Nee, ich möchte... Obwohl, ja, kann man ja schon mal holen, wir können es ja kaufen. Kauf einfach ganz viel. Doch. Ich habe voll viel gekauft. 25 Stück, das wird erstmal reichen. Hier nehme ich rein. Schnell in den Kühlschrank. Gib denen seine letzte Mahlzeit. Das weiß ich jetzt nicht, was das war. Das musst du jetzt mal nachgucken, was dieser Sanddrache jetzt essen will. Wir essen der Sanddrache. Das ist in der Wüste. Ja, müssen wir da mal hin. Ja, nee, du musst erst mal gucken, was das ist. Du weißt doch gar nicht, was du ihnen geben musst. Ja, der gibt dir ja bestimmt einen Tipp. Nein, gibt er nicht. Das weiß ich. Da musst du mal nachgucken. Beziehungsweise ausprobieren. Das musst du nachgucken, Feuer. Sand Dragon Stadium. Mr. Kui. The Request Challenge. Okay, Feier, wir haben gleich das schwarze Brett dann voll. Sauber. Warte mal. Casino Oasis. Hier. I'm doing Mr. Quee's Quest. I'm on the part. You have to visit the Stardew Valley Jail. Volunteer and Death Row Chief and feed the Sand Dragon his last meal. Ja, was frisst denn der? Steht da nix? Junge, was sind das für Huse? Warum, was steht denn da? Stardew Valley, warte, so normal, so Stardew Valley. Nein, geh nicht arbeiten! Oh, diese Nutte, was geht die jetzt weg? Ich wollte doch in die Mine gehen. Neben den Bus, wenn er in der Wüste geparkt ist. Platziere eine Solaressenz in seinen Schädel und du wirst eine weitere Notiz erhalten. Ja, okay, ist easy, Fire. Mach mal. Morgen dann. Wir haben Solaressenz. Nimm eine raus. Lass pennen aber jetzt erstmal. Weißt du, ich finde, das ist voll easy. Das ist ja übelst easy. Nein. Easy. Aber das ist doch gar nichts zu essen, Alter. Wie soll man da bitte drauf kommen, dass der Solaressenz mag? Das ist doch easy. Joko, du bist eine Pflaume. Easy. Fettzeug. Alter, rein, warte mal. Willst du pennen jetzt? Okay. Feier, ich zünd dich an. Komm. Komm. Komm, du Abschaum. Morgen ist ein wunderschöner sonniger Tag. Überlege, wenn es regnet, dann zu den Typen zu gehen und einen Ring zu kaufen, einfach. Weiß nicht, kannst du doch gar nicht. So. Du musst doch erst 8 Herzen oder so mit einem haben. Oder 10 oder so, ich weiß nicht. Hä?
Hä, es re- LOL, warum regnet es? Als hätte ich es angekündigt. Da stand, es wird ein sonniger Tag. Wir haben 60 Mal Zucker bekommen, ne? Heißt Yamutsamelung. Ja, siehst du mal, deswegen bringt es auch gar nichts, den Wetterbericht zu gucken, weil die nur lügen. Machen die lü. Oh, Entenfedern ohne Ende. Lü. Auf darum zu fliegen, die verdammte Fliege. Das ist auch immer, wenn bei dir ein Viech lang fliegt, auf darum zu fliegen. Ja. No. Das mache ich auch, das habe ich mir. Hör auf darum zu fliegen, du verdammtes Viech, Mann. Stimmt, dann gehen wir da hin. Stimmt, willst du dann mal kurz mitkommen? Dann kannst du ja, glaube ich, auch das eine kaufen, verschiedene Saat. Oder seltene Saat. Dann gehen wir mal auch. Ich brauche da nicht hingehen, was will ich da? Ja, oder guck auch, ob du den Bug hast.